والتهديد. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Das ist unsere zwölfte Halaqa, die Erklärung des Buchs Heilung der Seele von Ibn Hazm. Imam Abu Muhammad Ibn Hazm sagt: وقد عابني أيضا بعض من غاب عن معرفة الحقائق أني لا أعلم لنيل من نال مني. Wir haben darüber gesprochen, dass manche haben gesehen, dass Ibn Hazm einen Fehler macht, wenn er nicht zornig über diejenigen, die ihn angreifen und über ihn schlecht reden. Und auch wenn die Leute über seine Freunde reden, die sagen, dass dies schmerzt ihn nicht. Und daher sagt Ibn Hazm: وأنا أقول إن من وصفني بذلك فقد أجمل الكلام. Diejenigen, die sowas sagen, die haben umfassend geredet. Die haben eine Zusammenfassung ausgesagt. Die haben keine Erklärung gegeben. والكلام إذا أجمل, das ist eine Regel, والكلام إذا أجمل, wenn die Aussage umfassend ist, dann wird die Schlechtigkeit verschönert und die Schönheit verschlechtert. Er gibt jetzt ein Beispiel: Ala tara, siehst du nicht, dass wenn jemand sagt, inna fulanan yata'u ukhtahu bi fuhshi dhalika, la fahasha dhalika, wa la staqbahahu kullu sami'in lah. Wenn jemand sagt, siehst du nicht, wenn jemand sagt, dass derjenige heiratet seine Tochter, seine Schwester. Er sagt, alle Leute, die sowas hören, die sehen, dass dies ungeheuerlich ist, dass dies eine große Schlechtigkeit ist. Aber wenn wir diese Aussage erklären und wir sagen, das ist seine Schwester im Islam, dann erscheint die Wahrheit. Und auch erscheint die Schlechtigkeit der Zusammenfassung. Das ist eine Regel in jeder Angelegenheit. Diejenigen, die umfassend reden, allgemein reden, die werden immer Schlechtigkeiten sagen. Und die werden immer Missverständnisse sagen. Daher muss man immer im Detail reden. Muss man das Umfassende erklären. وَأَمَّا أَنَا فَإِنِّي إِنْ قُلْتُ لَا أَعْلَمُونِ لَيْنِ مَنْ نَالَ مِنِّي لَمْ أَصْدُقْ. Wenn ich sage, ich selber, dass dies schmerzt mich überhaupt nicht, wenn die anderen mich angreifen, ich bin nicht wahrhaft. فالألم في ذلك مطبوع مجبول في البشر كله. Sagt, dass das Schmerzen in dieser Angelegenheit, das ist eine Natur des Menschen. لكني
قد قصرت نفسي ألا أظهر لذلك غضبا ولا تخبطا ولا تهيجا. Aber ich habe mein Seele erzogen, dass ich den Zorn nicht zeige, dass ich auch nicht ausraste. فإن تيسر لي الإمساك عن المقاردة جملة بأن أتأهب لذلك فهو الذي أعتمد عليه بحول الله تعالى وقوته. Sagt, wenn das leicht für mich wäre, oder wenn ich könnte, oder wenn das leicht für mich, dass ich überhaupt nicht sage, dann mache ich das und ich nehme Hilfe von Allah subhanahu wa ta'ala. وإن بادرني الأمر, wenn das stärker als ich, das sehr stark ist und ich kann Schmerzen nicht aushalten, ich werde schmerzende Aussagen sagen, ohne Schlechtigkeit. Und ich wähle die wahrhaftigen Worte ohne Zorn und Unwissen. Also er kontrolliert sich selbst. Und er redet Fakten ohne Zorn, ohne Unwissenheit. وبالجملة فإني كاره لهذا. Im Allgemeinen, ich mag das nicht. Außer wenn es eine Notwendigkeit gibt. Wenn ich die anderen stoppe. Und wenn die anderen übertreiben, mich anzugreifen, dann rede ich gegen ihn. إذ أكثر الناس محبون لإسماع المكروه من يسمعونه إياه على ألسنة غيره. Er sagt, dass meisten, die reden schlecht über anderen und wollen immer das nicht selber sagen, sondern die anderen diese Aussagen verbreiten. Und dies, sagt Muhazin, und dies verbreitet viele Stechigkeiten und Hass und Neid. ثم بعد هذا فإن النائل مني لا يخلو من أحد وجهين لا ثالث لهما. Und außerdem, derjenige, der mich angreift, entweder ist er ein Lügner oder er sagt die Wahrheit. فإن كان كاذبا فلقد عجل الله للانتصار منه على لسان نفسه بأن حصل في جملة أهل الكذب. Sagt, wenn er Lügner ist, dann Allah subhanahu wa ta'ala hat mein Sieg gezeigt, indem er zu den Lügner gehört. Und er hat auch meine Tugend gezeigt, indem er mir Sachen Schlechtigkeiten hinzugefügt und ich bin frei davon. Und die meisten Leute, die sowas hören, die werden die Wahrheit wissen, entweder gleich oder später, wenn sie suchen oder sie von anderen hören. Also meistens, der Dichter sagt, also wen Allah subhanahu wa ta'ala Tugendhaftigkeiten und die schönen Sachen von jemandem zeigen will, verbreiten will, Allah subhanahu wa ta'ala macht alles Mittel ein Neider. Er redet schlecht über derjenige. Und das finden wir oft, dass diejenigen, die Lügner sind, die Neider sind, die verbreiten Sachen, die nicht wahr sind. Und diese Sache in sich selbst ist was Gutes. Es ist sehr gut für diejenige, der, also für diejenige, Ibn Hazm jetzt, die haben über ihn geredet und sie haben viele Lüge verbreitet. Und in der Realität, sie haben was Gutes für den Hasen. Das ist eine Wahrscheinlichkeit, das erste Sache.
وإن كان صادقا ومن بين إيفاها فتش إستيني قدي غرش من حزن بين إيفاها فتش إستيني فإنه لا يخلو من أحد من ثلاثة أوجه دان جيب تيس دغاي فعلا إنت فيدا إما أن أكون شاركته في أمر استرحت إليه استراحة المرء إلى من يقدر فيه ثقة وأمانة دان إنت فيدا إشهاب فتخة وتتزمنش كم Und ich habe ihm eine Stellung gegeben, wo ich ihm meine Geheimnisse sage. Und er hat diese Sachen verbreitet, hat über mich geredet. فهذا أسوأ الناس حالة. Das ist der schlechteste Fall. Und auch, es genügt mich, dass dieser Mensch sehr niedrig ist. وكفى به سقوطا وضعا. Also du sagst jemand ein Geheimnis, du glaubst, es ist dein Bruder im Islam oder deine Schwester im Islam, und wenn irgendwas zwischen euch passiert, ist zornig, dann sagt das zu anderen. Das ist die Niedrigkeit. Das ist die niedrigste Sache. Und es gibt sogar. Ibn Hazm sagt, es genügt mich, dass dieser Mensch sehr niedrig ist. وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ عَابًا zweiten Fall. إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَابًا بِمَا يَظُنُّ أَنَّهُ عَيْبٌ وَلَيْسَ عَيْبًا. Oder er redet über mich schlecht und er denkt, das ist ein Fehler und es ist kein Fehler. Es genügt mich, dass er unwissend über meine Lage ist. Hat kafani jahluhu sha'na. Es genügt mich, dass er sagen, es genügt mir oder nicht? Mich, ja? Es genügt mir, dass er unwissend ist über meine Lage. وهو المعيب لا من عاب. It is the فعلها مش إيش. وإما أن يكون عابني بعيب هو في على الحقيقة. Oder dritten Fall, dass über mich schlecht geredet hat und es ist eine Wahrheit. Hat über einen Fehler und mir geredet. عابني بعيب هو في على الحقيقة وعلم مني نقصا أطلق به لسانه فإن كان صادقا فنفسي أحق بأن ألوم منه. Also bedeutet, wenn die Wahrheit gesagt hat, dann bedeutet, dass hat mir einen Fehler geschehen. Hat mir einen Fehler geschehen. Und meine Seele soll mich tadeln. وأنا حينئذ أجدر بالغضب على نفسي. Und dann ich soll in erster Linie zornig in mich selbst. Also wir haben wie viel Fälle haben wir? Wir haben wie viel Fälle? Drei. Also wir haben drei im zweiten Sache. Also erstmal, wenn er Lügner ist. Das ist ein erster Fall. Hier. Also wenn er Lügner ist, das Problem ist, wir lesen solche Sachen, aber solche Sachen passieren oft in unser Leben. Aber du siehst, dass Muhammad schenkt uns wirklich seine Erfahrung. Und daher man soll die Bücher ausnutzen, benutzen. Und man soll das Leben von anderen nutzen. Daher viele Gelehrten sagen,
Bir mal lebt nicht nur sein Leben, sondern lebt die anderen Lebens der anderen Leute. Und daher, Ibn Hazm, gibt uns viele, viele Erfahrungen und viele Nutzen und viele Dinge, die sehr nützlich sind. Also wenn er Lügner ist, dann Alhamdulillah, es genügt, dass er Lügner ist. Man soll nicht zornig sein. Und er hat auch, wenn er schlecht über dich redet, was Lüge ist, das bedeutet, er hat deine schöne Sachen verbreitet. Man soll erstmal sehr geduldig sein und dann Allah subhanahu wa ta'ala Zeit geben. Und wenn er die Wahrheit sagt, entweder du hast ihm vertraut, du hast ihm als Freund genommen, oder ein Bruder oder eine Schwester, dann später ist er anders geworden, er hat deine Geheimnisse zu anderen gegeben. Das ist eine große Niedrigkeit. Genügt. Es genügt, dass er seine Niedrigkeit gezeigt hat. Es gibt sowas, gibt's oft. Deshalb muss man wirklich, muss man nur die richtigen Freunde im Islam suchen. Muss man richtig aufpassen. Weil der Mensch heißt Insan, weil er, es kommt von Al-Uns. Al-Uns bedeutet, dass der Mensch kann nicht, braucht immer sein A. Der Mensch braucht immer sein A. Und jeder braucht Freunde und jede Schwester braucht Schwestern. Und jeder Bruder braucht Brüder. Und daher, man lebt manchmal Probleme und will diese Probleme erzählen. Man soll wirklich auswählen, zu wem soll er diese Geheimnisse erzählen. Man soll auch seine Kinder erziehen, dass sie nicht die Geheimnisse sind. Kind. Kinder sollen auch erzogen, dass sie Geheimnisse im Herz tragen. Das muss von Kindheit gemacht werden. Ich habe einmal ein kleines Kinder irgendwas gesagt. Ich habe zu ihm gesagt, das ist ein Geheimnis. Sagt ihr das nicht, euer Großvater, Großeltern. Ich wollte die Kinder, ich wollte sie testen und prüfen. Und bis jetzt, bis diese Zeit, nach vielen Jahren, wir haben es niemandem. Das Kind muss man ihm Sachen geben, muss man ihm Verantwortung geben. Er die Geheimnisse nicht sagt. Es gibt manche, die erwachsen sind. Aber wir können überhaupt nicht Geheimnisse in ihren Brust tragen. Also du sagst ihm, sag das niemand. Sag das niemand. So. Zeige ihm das, teste ihn. Weil nicht jeder kann eine Sache in seinem Herz tragen. Die Leute reden immer. Und daher, der erste Fall, wenn dieser Mensch deine Schlechtigkeiten, deine Geheimnisse zu anderen sagt, das ist, er ist niedrig, er ist niedrig, dann genügt. So sagt Ibn Hazm. Entweder er hat die Wahrheit gesagt und er hat gedacht, das ist ein Fehler und das ist kein Fehler. Das genügt, dass dieser Mensch ist unwissend über in meiner Lage. Drittens, er hat die Wahrheit gesagt
Ihnen hat ein Fehler verbreitet, was wahr ist. وَأَمَّا أَمْرُ إِخْوَانِي فَإِنِّي لَسْتُ أُمْسِكُ عَنِ الْتِعَابِ لَهُمْ. Er redet jetzt über seine Freunde, weil sie haben ihm gesagt, dass wenn seine Freunde angegriffen werden, er verteidigt sie. Und das schmerzt ihn auch nicht. Daher sagt er jetzt, لَكِنِّي أَمْتَعِدُ امْتِعَادًا رَقِيقًا. Also ich zeige den Zorn, aber leicht. لَا أَزِيدُ فِيهِ عَلَىٰ أَنْ أُنَدِّمَ الْقَائِلَ مِنْهُمْ بِحَضْرَتِي وَأَجْعَلُهُ يَتَذَمَّمُ وَيَعْتَذِرُ وَيَخْجَلُ وَيَتَنَصَّرُ. Also ich bedeutet, ich zeige so leicht. Aber ich lasse denjenigen, die Schlechtes zu ihnen hinzugefügt, bereuen und sich schämen und entschuldigen und sich entschuldigen. وَذَلِكَ بِأَنْ أَسْلُكَ بِهِ طَرِيقَ ذَمِّ مَنْ نَالَ مِنَ النَّاسِ. Ich benutze eine Art und Weise, und zwar, ich sage zu den Leuten, die sollen sich mit ihren Seelen beschäftigen. Denn die Leute, die denken nur an die Fehler von anderen, aber die beschäftigen sich nicht mit ihren Fehlern. Das ist ein Fehler. Und das sagt Ibn Hazm zu den anderen, er soll mit euren Fehlern beschäftigen. Befreie dich von deinen Fehlern. Erkenne deine Fehler. Versuche dich zu erziehen. Aber die meisten Leute denken immer, sind vollkommen. Meistens. Meist die Leute denken immer vollkommen. Wenn du einen Vortrag hältst oder einen Freitag predigst, und du zeigst die Leute ihren Fehler, dass sie nicht lesen, dass sie unwissend sind, dann kommen die und sagen, es gibt keine Zeit, erkenne deinen Fehler erst. Warum versuchst du jetzt Entschuldigungen zu suchen? Erkenne deinen Fehler, damit du deinen Fehler korrigierst. Ja, sag, ich bin unwissend, ich lese nicht, das ist ein Fehler, ich werde inshallah was Besseres tun oder ich werde meine Kinder anders erziehen, aber die sehen das nicht. Sie sagen immer, es gibt keine Zeit. Meine Eltern haben mich anders erzogen, war früher Unwissenheit. Das ist das Problem. Die Leute, die sehen nicht den Fehler. Das versucht Ibn Hazm, diese Leute zu erklären. Dann sagt er in diesem Kapitel, dass er will nicht ausrasten, damit er nicht die anderen eine Gelegenheit geben, seine Freunde weiter zu beleidigen und über sie Schlechtigkeiten zu erzählen. Und er will auch von seinen Freunden, wenn er angegriffen wird, dass sie auch dieselbe Art und Weise benutzen. Wir sollen nur leicht zornig sein und mit der Ruhe reden und eine gute Art und Weise. Sonst die werden ihn auch angreifen und auch vielleicht seine Eltern und vielleicht die werden auch mit den Händen schlagen. Das will Ibn Hazm nicht. وَذَمَّنِي أَيْضًا بَعْضُ مَنْ تَعَسَّفَ الْأُمُورَ دُونَ تَحْقِيقٍ بِأَنِّي أُضِيعُ مَالِ. Das ist eine andere Sache, wo manche über ihn geredet haben. Die denken, ein Fehler. Sagt, dass Ibn Hazm verschwindet sein Geld. Er sagt, ich erkläre, inni la udi'u minhu illa ma kana fi hifzihi naqsu dini. Er sagt, ich gebe von meinem Geld, was mich bewahrt, was meine Religion bewahrt. Und ich lasse
إني لا أضيع منه إلا ما كان في حفظه نقص ديني. إضافة إش لا سدر ديال مش بينية ويل إش ماين وليديون ديفان أز بيدويتش إفينيش أين بخيل زي جايتز Er will die Verpflichtungen zügig Geld durchführen. Und auch al Mustahab auch durchführen. Er will nicht getadelt werden in diesem Bezug. Deshalb er will großzügig sein. Er will auch seine Ehre bewahren. Er will auch seine Seele nicht schmerzen. Weil die Liebe des Geldes, die Übertreibung in diesem Bezug, schmerzt die Seele und zerstört auch die Ehre. Weil derjenige, der geizig ist, derjenige, der geizig ist, besitzt eine große schlechte Eigenschaft. Und auch die Araber im Dschahiliyyah, die haben dies getadelt. Wir haben gesehen als ein großes Mangel. Wir haben dies bemängelt, dass jemand geizig ist. Und es gibt Leute, die sind, die geben ihren Familien nicht, die geben auch die anderen nicht. Die geben niemand. Auch die, seine Seele gibt auch nicht. Das ist Schihih. Er lebt nicht mit seinem Geld, lässt auch die anderen nicht mit dem Geld leben. Das ist eine niedrigste Stufe. فإني أرى الذي أحفظ من هذه الثلاثة وإن قل أجل في العوض ما يضيع من مالي ولو أنه كل ما ذرت عليه الشمس. ذرت اسمي إيغال بس تتكلم أرى الشتس من غوليديون والشتس من إيغال. الشمس مش من غوليديون. الدراي زاخن إيفين غوليديون Charakter, also Ehre, Charakter und Schmerzen der Seele. Schmerzen der Seele. Und das Geld kann die drei zerstören. Du siehst jetzt die Leute, die dienen das Geld. Die dienen das Geld. Und das Gegenteil ist die Wahrheit. Geld ist nur ein Mittel. Und der Mensch ist der Herr des Materials. Aber es ist alles umgekehrt gewesen. Und jetzt die Maße, also die Maßstab. Der Maßstab ist Geld. Wenn du Geld hast, die respektieren dich. Das sind die Unwissenden. Also die Unwissenden. Die nehmen als Maßstab Geld und Material. Wenn du Material hast, dann bist du verehrt. Wenn du kein Material hast, die geben dir kein Wert. Das sind die Unwissenden. Daher, wir sollen diese Art, dieser Maßstab nicht respektieren. Aber leider, die Muslime respektieren diese Maßstab. Und sie fühlen sich nicht vollkommen bezüglich dieser Maßstab. Was ist Geld? Heute bist du reich, morgen bist du arm. Oder heute bist du arm, morgen bist du reich. Was ist das Problem? Aber was hast du an Wissen? Was hast du an Religion? Was hast du an Charakter? Was hast du? Das ist Maßstab. Ja, kannst du fragen? Also der Lügner, es gibt mit ihm keine Lösung. Der Lügner, egal wie lange er lügt über jemanden, er verbreitet nur sein Gut.
وكانت ان فانن ابا في ابن حزم كذا تقنيك تسالي ابن قال بس ايزا خلاص هاي دي لويت دي ويسن دي فيرن ويسن ودا دي ويسن جلايش und das ist alles gut für derjenige der der über ihn geredet wird also du kannst der Lügner ist ein Lügner der ist krank entweder ist neidisch hat einen Grund Ursache neidisch oder Hass ist Gefühl ist unvollkommen krank was mach mich immer Dua oder wenn du ihm ein gute Art und Weise reden, vielleicht hört ihr auch. Wir nehmen nur über einen, der so liebt. Das bedeutet, er hat nicht irgendwas. Er ist neidisch oder nicht gesagt. Er hasst ihn. Oder er sieht, dass er besser als ihn ist. Also wenn er nur über eine bestimmte Person, bedeutet er, er ist neidisch oder es gibt irgendwas. Aber derjenige wird viele Belohnungen bekommen. Und auch in der Sache, er verbreitet seine Tugendhaftigkeit. Das hat nur Hazm gesagt. Also es genügt, dass er Lügner ist. Dann sagt er, أفضل نعم الله على العبد أن يطبعه على العدل وحبه وعلى الحق وإيثاره die beste Güte Allah ein Diener gibt also man soll wenn diese die Sache ist man soll zeigen dass die Wahrheit man soll die Wahrheit zeigen also wenn eine dritte Person kommt zeigt die Wahrheit Das ist nur Hazm gesagt, die Wahrheit wird gezeigt. Man soll die Wahrheit zeigen. Afdal, das beste Güte und Wohltat, was Allah einem Diener gibt, dass er ayyatba'ahu ala al-adli wa hubbihi bedeutet, er gibt ihm eine Eigenschaft der Liebe dass dieser Diener die Gerechtigkeit liebt. وعلى الحق, dass er die Wahrheit liebt. Ibn Hazm sagt, ich hatte keine Leistung gemacht, um diese Eigenschaft zu bekommen. Sag, dass Allah subhanahu wa ta'ala hat mir das gegeben. فما استعنت على قمع هذه الطوالح الفاسدة وعلى كل خير في الدين الإمام بما في قوة من ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله أفضل نعم الله على العبد أن يطبعه على العدل وحبه وعلى الحق وإيثاره فما استعنت على قمع هذه الطوارئ الفاسدة وعلى كل خير في الدين والدنيا إلا بما في قوتي الله ذاك الله ما إنك خافت الدين إذا زخم صهام ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى بس أن بوس بو فكر بدويتت أفرمينت دي فأندرون und ist frei von aller Arten der Veränderung und alle Art der Kraft, außer mit Hilfe von Allah. Das ist die Bedeutung von Iyaka nasta'in in Surah Al-Fatiha. وأما من طبع على الجور واستسهاله وعلى الظلم diejenigen, die mögen Unrecht. Und die sehen, dass alles einfach ist. واستخفافه وليعلم أنه لا يفلح في دين ولا في خلق محمود derjenige der Unrechtler ist und tut das Unrecht und das einfach für einfach dienen es leicht zu machen sagt dieser Mensch wird kein Erfolg in der Religion auch im Charakter es gibt viele Unrecht überall gibt es viele Unrecht überall auch von Muslimen überall
Ich rede nicht jetzt über diejenigen, die glauben nicht an Allah. Diese Sache selbst ist ungerecht. Und erwarte von ihnen viel. Und diejenigen, die wissen die Wahrheit von dem Islam und die verweigern dies, dann erwarte auch von ihnen viel. Aber diejenigen, die wissen den Islam und die Muslime und die tun das Unrecht, das ist schlecht. Das ist schwer. Du hörst jetzt Sachen, Allah, du hörst Sachen über manche, die sagen, dass wir die Wahrheit praktizieren. Und was für Unrecht im Namen von der Dschihad und von Religion. Allah, du siehst diese Sachen, brauchst 3 Tage, damit du in Ordnung wirst. Das schmerzt der Seele. Und das sind Unwissenden. Also wenn man sowas hört oder sieht, das braucht man Tage, damit man in Ordnung wird. Das kannst du nicht akzeptieren von jemandem, der sagt zu dir, dass ich die Wahrheit glaube. Das ist keine, das ist La hawla wa la quwwata illa billah. Wa amma az-zahw wal hasad wal kadhib, sagt, die Prahlerei und Neid und Lüge und Verrat, das ist nicht meine Natur. وكأنني لا حمد لي في تركها لمنافرة جبلتي إياه. Ich kann mich nicht loben. Ich lobe. Ich füge mir kein Lob, weil diese Sache, das ist meine Natur. Das, also, Zehu, das ist Arroganz. Die Prahlerei. Al-Hasad, nein. Al-Kadhib, Lüge und Verrat, Khiyana. Das ist nicht, also das ist nicht mein, das ist nicht mein Natur. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. So, er dankt Allah subhanahu wa ta'ala und lobt Allah subhanahu wa ta'ala für diese Eigenschaften. Es gibt noch ein paar Zeilen, also die Zeit jetzt ist gleich Maghrib bei mir. Es gibt Zeilen, dann kommt ein Kapitel über Freunde und Freundschaft und Rat. Wir haben also ein Kapitel der Freundschaft. Das sind 7 Blätter oder 5. Dann redet es über andere Kapitel. So, also es gibt noch 30 Seiten, inshallah, dann beenden wir das Buch. Also wir hören jetzt auf. Barakallahu fikum. Also wir sind fertig. Inshallah beenden wir unsere Halaqa. Also, subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.